Ansitz Paul Biegel eben in Kaltern ist seit 2012 im Eigentum des Landes. Seither wurde das Dach am Haupthaus renoviert, die historischen Wirtschaftsgebäude am hinteren Teil des Ansitzes hingegen werden dem Verfall preisgegeben. Ursprünglich war geplant, das Weinmuseum im Gebäude unterzubringen. Dieser Plan wurde jedoch aus Kostengründen fallen gelassen. Aufgrund der fehlenden Zweckbestimmung wird laut Auskunft der Gemeindeverwaltung nun ein Weiterverkauf des Ansitzes erwägt. Dies vorausgeschickt, bitte ich um folgende Beantwortung folgender Fragen. Erstens, aus welchem Grund erfolgte der Ankauf des Ansitzes und auf welche Summe belief sich der Kaufpreis? Zweitens, gab es 2012 ein umfassendes Nutzungskonzept? Warum wurde das Nutzungskonzept bisher nicht zumindest teilweise umgesetzt, beziehungsweise warum bisher kein neues entwickelt? Drittens, plant die Landesverwaltung weitere Sanierungsarbeiten? Wenn ja, in welchem Zeitrahmen? Mit welchem Kostenansatz und hinsichtlich welcher Gebäude des Ensembles? Wenn nein, warum nicht? Viertens, trifft es zu, dass die Landesverwaltung den Ansitz weiterverkaufen möchte? Wenn ja, welche Maßnahmen wurden getroffen, um einen wirtschaftlichen Schaden abzuwenden? Sollte der Verkaufspreis unter dem Kaufpreis von 2012 liegen, beziehungsweise die in der Zwischenzeit angefallenen Kosten für die erfolgte Dachrenovierung nicht abdecken? Fünftens, plant die Landesverwaltung grundsätzlich den Ankauf weiterer Immobilien mit Steuergeld, ohne dabei vorab ein Nutzungskonzept zu erstellen? Sechstens, beabsichtigt die Landesverwaltung, sich auch künftig als Makler und Zwischenhändler im Immobilienbereich zu betätigen und Immobilien anzukaufen, um sie dann wieder zu veräußern, so wie es bei einem Weiterverkauf des Ansitzes Buol Biegel eben der Fall wäre. Siebtens, wenn ja, nach welcher Grundlage ist die Landesverwaltung befugt, solche gewerbsmäßigen Immobiliengeschäfte zu tätigen und welchen gesellschaftlichen Mehrwert verspricht sich die Landesverwaltung davon? Grazie consigliere, do la parola all'assessore Bessone, prego. Ecco, grazie Presidente, caro collega consigliere Leiter-Reber. In riferimento alla sua interrogazione d'attualità relativa allo stato della e la futura destinazione della residenza Buol Biegel Lehmann, comunico quanto segue. Alla domanda 1 rispondo con la residenza nobiliare von Buol è stata acquistata nel 2007 e non nel 2012, esercitando il diritto di prelazione previsto in caso di vendita di beni culturali sotto tutela. Il prezzo d'acquisto è stato di 3.137.500 euro. Nel 2012 fu elaborato, la risposta numero 2, nel 2012 fu elaborato un progetto di utilizzo per la predetta struttura al fine di realizzare un museo del vino ed un'accademia del vino. Domanda 3. L'azienda Musei Provinciali sta attualmente elaborando un nuovo progetto di utilizzo. Purtroppo non c'è il presidente che è il referente dei musei. Al momento non è prevista alcuna vendita anche in considerazione del fatto che l'immobile è sotto tutela in quanto bene culturale, per la risposta 4. Invece per la risposta 5 gli acquisti da parte della pubblica amministrazione vengono messi in atto solo se vi è alla base una necessità reale e concreta da parte dell'amministrazione stessa, nonché un'idea precisa del loro utilizzo. Per quello che riguarda le risposte 6 e 7, rispondo assieme, l'amministrazione provinciale intraprende operazioni immobiliari solo per scopi istituzionali e se vi è un dichiarato pubblico interesse. Le ricordo che la provincia autonoma di Bolzano esegue queste operazioni anche per tutelare i beni di interesse pubblico e delle belle arti. Grazie. Grazie, assessore Bessone. Prego, consigliere Leiter-Reber. Also, Herr Landesrat, beziehungsweise ich spreche auch die restliche Landesregierung an. Wenn Sie mir jetzt sagen, dass das 2007 schon der Fall war, das heißt, dass das Gebäude, dass dieser Ansitz jetzt seit 14 Jahren ungenutzt ist. Es wurde damals um 3,5 Millionen angekauft, seit 14 Jahren ungenutzt. Der ursprüngliche Gedanke, das Weinmuseum hineinzugeben, wurde nicht verwirklicht. Es wurde auch keine andere Nutzung vorgesehen oder ist in Planung, so wie Sie mir gerade gesagt haben. Es wurde zwar das Dach des Haupthauses renoviert, die Wirtschaftsgebäude verfallen weiterhin seit 14 Jahren. Also ich halte diesen Umgang mit Steuergeldern und ich bin der Erste, der dafür ist, dass man sagt, dass man denkmalgeschützte Gebäude rettet, auch als öffentliche Hand, wenn sie einen großen Wert für eine Gemeinde oder auch aus baulicher Sicht hat. Aber dass man hergeht als Landesverwaltung, denkmalgeschützte Gebäude kauft,
sie aber dann nicht nutzt und seit 14 Jahren leer stellt und den Verfall preislässt. Also ich glaube, das ist nicht die Aufgabe der Landesverwaltung. Das ist auch nicht im Sinne eines ordentlichen und korrekten Umganges mit den Steuergeldern der Bürger. Ich bitte die Kollegen Landesräte vielleicht, danke. Hier müsst ihr wirklich entscheiden, was will man machen? Will man den Ansitz wirklich korrekt nutzen und will man ihn einer Funktion übergeben? Wenn nicht, dann muss man schon sagen, warum kauft man dann um so ein Geld einen Ansitz an, den man dann 14 Jahre nicht nutzt? Das passt auf keine Kuh hat. Da müsst ihr wirklich nachrüsten. Die Gemeinde, also wenn man das jetzt verkaufen würde, diesen Ansitz, nachdem man auch das Dach renoviert hat, ich gehe davon aus, dass auch ein Ansitz nicht diesen Kaufpreis samt den Renovierungskosten des Daches noch einmal hereinspielt. Also so viel wissen wir, weil auch die Wirtschaftsgebäude ja immer schlechter beieinander sind und wahrscheinlich am Ende vielleicht ganz abgerissen werden müssen oder zumindest teilweise abgerissen und neu aufgebaut werden. Ich ersuche wirklich Sie als Landesrat, als Zuständigen, dass Sie hier innerhalb kürzester Zeit sich Gedanken machen, haben wir eine Verwendung für dieses Gebäude? Wenn nicht, dann muss es verkauft werden, dann muss es wieder einer anderen Zweckbestimmung zugeführt werden, aber dass eine Landesregierung leerstehende, denkmalgeschützte Häuser einfach über Jahrzehnte, kann man sagen, frei rumstehen lässt und die dabei nicht besser werden. Und man weiß es, Gebäude, die nicht bewohnt und nicht genutzt werden, die verschlechtern innerhalb kürzester Zeit. Und am Ende wird von dem ursprünglichen Kaufpreis und von dem Wert der Immobilie noch weniger übrig sein, als es jetzt schon ist. Danke.